Wir sind hier im Harz. Das ist eines der größten bewaldeten Gebiete in Deutschland, bekannte Naherholungsregion und für die Geschehnisse im Wald der letzten Jahre eine typische Region. Und was wir sehen, ist einmal der Nationalpark mit viel stehendem Totholz. Und wir sehen auch typische Flächen, Kahlflächen, die vor 5, 6 Jahren angelegt wurden und wo früher Fichtenwälder standen. Wir befinden uns heute hier, um uns typische Waldschadensflächen anzuschauen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und aber vor allen Dingen auch zu zeigen, dass diese Flächen Regenerationspotenzial haben. Also wir haben keine Waldverluste in dem Sinne, sondern wir befinden uns hier auf Flächen, die schon lange Zeit Wald sind und auch weiterhin Wald sein werden. Das Besondere der letzten Jahre ist, dass wir verschiedene große Sturmereignisse hatten. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Sturm Friederike im Winter 2018. Es gab noch viele weitere Ereignisse dieser Art und vor allen Dingen aber die Trockenjahre seit 2018. Typischerweise dauert es eine Weile, bis solche Effekte dann auch im Wald angekommen sind. Fernerkundung ist eine Methode, wo man zeitgleich sehr große Flächen abdecken kann. Man hat sehr hohe Wiederholraten und kann dadurch ein zeitlich dichtes Monitoring betreiben. Und es ist inzwischen auch international Stand der Technik, dass solche Fernerkundungsmethoden verwendet werden, um die Felddaten zu bereichern, zeitlich zu verdichten und eben eine flächendeckende Information zu erhalten. Deswegen waren wir motiviert, als wir gesehen haben, dass es großflächige Schäden gibt, dies flächenhaft zu kartieren für ganz Deutschland. EOWald ist eine Plattform, die gemacht ist für Verwaltungen, für interessierte Bürgerinnen und Bürger, Naturschutzverbände und alle Menschen, die Interesse am deutschen Wald haben. Auf EOWald hat man die Möglichkeit, einzelne administrative Einheiten, Bundesländer, Landkreise, Gemeinden anzuklicken. Auch mehrere im Vergleich. Und dann sieht man auf einer Zeitachse den Anstieg des prozentualen Verlustes der Kronendachfläche. Wir nennen es Kronendachfläche, weil Waldverlust einfach eine falsche Bezeichnung wäre und wir auch nicht in der Lage sind, den Boden zu beobachten, sondern wir sehen den Oberstand, das obere Kronendach. Und genau diese Verluste lassen sich hervorragend kartieren und im EOWald nachvollziehen, wann, wo, was stattgefunden hat.